Mladen Savic, Schüsse, Schnappschuss. Wo Denken unerwünscht ist, denkt es sich schwerer und spricht es sich holpriger. Auf Dauer wird man müde, wenn man Dinge mitteilt, die niemand hören will, obwohl sie jedermann betreffen und bewegen könnten, und manchmal wütend, wenn man für verschroben oder verrückt erklärt wird. Weil man aus Menschenverstand und einem natürlichen Empfinden heraus anprangert, was beidem widerspricht, was ohne Hirn und ohne Herz. Es ist nun einmal normal geworden, das Abnormale als Norm zu akzeptieren und das Korrekte mit seinem Gegenteil zu vertauschen. Fast scheint es, als würden Lebensstil und Recht nicht einmal mehr den Anschein wahren, etwas mit Gerechtigkeit zu tun zu haben. Die Sprache des Gesetzes ist ohnehin unverständlich und unnatürlich. Stempel drauf, vollendete Tatsachen bestimmen seitdem die Werte. Die leise gewordene Stimme des Intellekts wird übertönt von einem Pulsschlag, der wie Profitregen pocht. Die Blinden erzählen den Tauben, wie die Welt aussieht, und diese der anderen, wie sie auszusehen hat. Das Gefühl fühlt nichts mehr und der Gedanke denkt nicht weiter. Anschluss. Die Menschen sorglos trotz Sorgen, unempfindsam trotz Empfindlichkeit, blind auch ohne verschlossene Augen, haben ein Problem, das sie nicht haben wollen, von dem sie aber nichts wissen, weil sie es nicht wissen wollen. Es heißt Ausweglosigkeit. Und überall tönt, es gäbe keine Alternative mehr. In der abgeblasenen Zukunft hat man den Ausweg abgeschafft, stillschweigend, ohne Einvernehmen. Nur im verkündeten Sinn, der kaum zählt, in einer Welt, in der permanent bezahlt und gerechnet wird, ist es ein Verlust. Merken es die Menschen? Zwar sind sie an ein System angeschlossen wie Kabel an eine Maschine, doch dies allenfalls ein Fehlanschluss zu ihren Ungunsten. Sie arbeiten zum Vorteil ihres Nachteils, schlimmer noch, es kümmert sie nicht. Lieber verkümmern sie und werden unfähig zu echten Gefühlen und freien Gedanken und im Sinne nackt, nur noch von vulgären Interessen geleitet. Bei jeder moralischen Grammatik verirrt im kommunikativen Spiegelkabinett. Darüber zu reden ziemt sich nicht. Die Gute-Nacht-Geschichte zieht es vor, in einem Albtraum zu erwachen.